So, heute kein Intro. Schön, dass ihr da seid. Süffiges Glück auf an meiner Seite. Wir haben heute mal ein Video gemacht ohne Intro. Wir wollten einfach keine Spannung erzeugen, sondern einfach nur ganz klar sagen, es geht heute wirklich um Eingemachte. Ich guck mal, ob ich hier die eingemachte Karte finde. Habe ich. Haben wir Glasnost? Die Whisky-Marke schlechthin. Der Whisky, also der heilige Gral des Whiskys. Ja, also das, was jeder Whisky-Liebhaber irgendwann in seinem Leben so als Ziel hat, mal zu probieren. Der Jakobsweg auf der Pilgerreise des Whisky-Trinkers. Den haben wir heute nicht da. Wir haben heute einen 12-jährigen Colila. Ich dachte schon. Ich war also jetzt vollkommen paralysiert. Ich wusste gar nicht, was so granatenhaft auf mich zukommt. Was haben wir denn wirklich? Wir haben die größte Bude von Eiler. Ja. Eigentlich eine Bude, ich gehe jetzt ganz ehrlich davon aus, großer Wahrscheinlichkeit Skepsis in einem Blind-Tasting auf jeden Fall erkennen würde. Und das kann ich nicht bei vielen Whiskys behaupten. Also es gibt Colilas, die fallen komplett aus dem Schema. Ja, die erkennt man nicht. Aber diesen Brennereicharakter von Colila, den finde ich so einzigartig, dass ich den, und ich möchte mich da nicht irgendwie loben oder toll präsentieren jetzt, darum geht es gar nicht. Also ich glaube nicht, dass ich das bei anderen Brennereien könnte, aber bei Colila möchte ich behaupten, den Geschmack, den kriegt man raus. Nicht? Weiß ich nicht. Colila schmeckt es raus, auf jeden Fall. Also ich habe ein bisschen Angst vor dem Whisky. Ich muss jetzt sagen, ich hatte einen Colila mal 12 Jahre Distillers Edition, aber ich glaube, der ist dann 13. Ne? Deswegen haben wir auch extra eine kleine Flasche genommen, weil du so Angst hast. Ja, und zwar, wir haben hier, sag ich mal, ob das die hohe Schule ist oder einfach nur, ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt sage, wenn ich jetzt ehrlich bin, dann werden die meisten Leute schon abschalten. Wenn ich jetzt sage, ich erwarte die größte Plörre meines Lebens, weiß ich nicht. Wir haben. Ja, man muss halt überlegen. Man muss mal gucken. Nee, deshalb ist er ja da. Deshalb gucken ja, wir und mal. Man muss auch ich habe ihn noch nicht im Glas gehabt. In das ist jetzt das Liga. Erste. Du hast noch nie einen 12-jährigen Colila getrunken. Nein, ich habe diesen Colila habe ich noch nie getrunken. So, lass uns einmal. Du hast noch nie einen voll 12 Jahre alten Colila. Nein, Standard 12er Colila hatte ich noch nie im Glas. Ja. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Weil wir haben hier, wir haben 12 Jahre, wir haben 35 ppm Peat. Ich lese das mal ganz kurz hier ab. Von der größten Distille, die es auf Eiler gibt, 6,5 Mille Alkohol machen die im Jahr. Es geht das meiste in die Blends. Die verkaufen am meisten Spirit an unabhängige Abfüller. Genau. Und wir haben einen 12-Jährigen, der nur, und das ist das, was mich so ein bisschen erschreckt, nur Refill Ex-Bourbon. Ja. Nur Refill Ex-Bourbon, ja. Nichts anderes. Und daraus was zu kreieren, wenn ich im, gleich im Endeffekt, dann muss ich wirklich sagen, Chapeau, wenn das wirklich was sein sollte. Und ich will die Erwartungen nicht hochschrauben, aber wir haben hier einen 12 Jahre alten Single Malt Whisky von Eiler, also der Whisky-Insel, die für rauchigen Whisky bekannt ist, wo wirklich namhafte Brennereien mit Rang und Namen sind und Colila. Nein, das klingt jetzt böse, aber ich bin kein großer Freund der Brennerei. Ich habe gerade gesagt, nee, die schmeckst du raus und diesen charakteristischen Geschmack, den du rausschmeckst, der gefällt mir persönlich nicht. Ich finde, fast alle Brennereien haben einen Rauchcharakter. Ich kann die nicht unterscheiden, aber ich kann sagen, boah, das ist Rauch. Hm. Und bei Colila habe ich immer, das ist so dieses Verwaschene. Das ist so ganz schmierig. Das liegt wie so ein... Seifig, wie so ein Fettfilm auf dem Wasser nach dem Spülen. Mhm. Ja, und so ist der Rauch. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz schwierig zu handeln und zu beschreiben. Da gebe ich ihm recht, aber ich würde sagen, ich finde ganz scheiße. Den erkennt man genau deswegen raus. Das machst du halt. Also ich habe erstmal, weil Refill-Fässer sind, ich habe mit weniger Aroma gerechnet. Aber was hast du denn für Aroma? Ich habe Vanille, ich habe ein klein wenig Holz. Ja. Ich habe Süße, ich habe natürlich Rauch. Ich habe den Rauch nicht so kräftig wie meinetwegen bei einer anderen Eiler-Distille. Bowmer lasse ich mal außen vor, weil ich finde, Bowmer hat auch einen sehr, nicht falsch verstehen, dezenten Rauch. Er ist jetzt nicht so prägnant da wie bei Artbeck oder wie bei Lafroy. Ja. Meinetwegen, oder hier auch bei Kilhoman, da ist der Rauch, der ist das Erste, der sagt hier, hallo, ich bin da.
Und genauso ist es hier eigentlich auch, der ist auch etwas verhalten, aber wie du sagst, dieses seifige, schmierige, so. Unangenehm ölige. Nicht ölig hätte ich jetzt noch gesagt, der Spirit an sich empfinde ich auch als ölig, der klebt auch gut am Glas. Ja, und von den Aromen her, ja natürlich, sind Ex-Bourbon-Fässer, da ist ein bisschen Vanille nix, ne? Drin. Ja. Ja, und das, wenn sie gut sind, dann haben wir noch so ein bisschen, was weiß ich, so eine leichte helle Birne oder vielleicht ein paar Zitrusnoten, die damit rüberkommen, würde ich hier jetzt nicht unbedingt reininterpretieren. Und ich interpretiere hier eigentlich schon ganz viel, also das muss man jetzt aber machen. Ich finde, es riecht nach Kohl Ila und damit sagen wir jetzt mal Slane. Auf deinen ersten 12er. Ja, gucken wir mal. Und immer noch begeistert? Ja gut, ich habe mir schlimmer vorgestellt. Ja, schlimmer geht immer, aber ich finde... Ja, trotzdem, ne, muss ich jetzt aber mal sagen. Ich habe eine Rauchnote, die ist für mich dezent, die ist klar da, aber... Die ist klar da, Für mich ist die nicht so... Nicht erschlagen. Trägern, nicht erschlagen. Ja, kein Hammer auf dem Kopf. Ich habe unterschwellig habe ich noch Aromen, die durchkommen. Ja. Das ist ein bisschen Vanille. Ja, ich habe ein bisschen mehr Zuckerrohr irgendwie. Süß, es ist süß. Süß, es ist auch höllisch süß, muss ich jetzt aber auch sagen. Aber süß ohne Tiefe oder irgendwas, was dabei ist. Also keine Fruchtsüße, keine Vanillesüße, sondern einfach nur süß. Ja, süß und Rauch. Und der Rauch ist weiterhin so seifig, schmierig. Hm. Also meine ganz persönliche Meinung, ihr habt es gemerkt, du auch, ich bin davon nicht angetan gewesen. Ich bin immer noch nicht angetan. Hat folgenden Grund. Das ist ein Whisky von Eiler, der Rauch-Peat-Whisky-Insel. Da ist ein Alter drauf, 12 Jahre. Das ist schon eine Macht, ja. Wäre das ein 15 oder 20 Euro Whisky, Unknown Distillery, irgendwas, der Just Peat heißt oder so, würde ich sagen, ist in Ordnung. Ja? Aber dafür, dass es eine Brennerei ist, die seit Jahrzehnten, Jahrhunderten Whisky macht, in Unmengen. Ich bin ganz klar der Meinung, das braucht kein Mensch. Kohl Ila als Zutat in einem Blend, mega gut. Ganz, ganz wichtige Komponente. Aber ich esse ja auch nicht pur einen Löffel Salz. Ja gut, der ist auch in relativ vielen Blends drin. Ja. Ich meine, so viel Alkohol, wie die produzieren, das können die ja gar nicht selbst verklappen. Wir haben eine relativ interessante Core Range. Geht noch. Was haben wir denn hier noch? Moscatel Cask Finish. Das ist die Distillers Edition. Die fand ich recht gut. Muss ich jetzt sagen. Ja. War ich angetan. Die war okay. Wir haben noch einen 18er, einen 25er und einen sogenannten Much. Oder wie das ausgesprochen wird, wie der heißt. Ne? Es gibt wirklich, wirklich gute Kohl Ilas, die unabhängig abgefüllt wurden mit richtig geilen Fasskombinationen. Möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber das ist für mich eine Zutat für einen Blend. Und jetzt kommt noch der Hammer dabei. 41 Euro dafür? Nein. Ja. Ganz klar. Da gibt es andere Sachen, die sind interessanter. Nee, ist jetzt nicht so das, was uns hier von der Couch haut. Genau, es ist Whisky, aber es gibt mit Sicherheit auch ein Publikum. Also ich sag mal, ja? Leute, die sagen, okay, ich stehe da drauf, ich finde den Geschmack gut. Keine Frage, aber für mich, in der Liga, in der er spielen möchte, hat er nichts verloren. Nee, sagen wir mal so, nee. Man kann uns dafür verurteilen, in den Kommentaren. Verurteilt uns dafür, bitte. Gerne. Hat uns gefreut, bis dahin und tschüss. Da. Hurra, hurra, die Schalker, die sind da. Heute, erster Spieltag, Schalke Braunschweig. Keine Ahnung. Was ist in Braunschweig? Ein Schalke gegen Braunschweig. Die Eintracht aus Braunschweig. Haben wir einen Bürgerkrieg oder was? Ein Fußball. Was mach ich denn jetzt mit dem Rest? Ja, blenden. Ich hab's mir noch schlimmer vorgestellt. Ich hab gedacht, der ist noch übler. Aber ja, gut, ich habe ja jetzt auch schon 7 oder 8 Whiskys weg. Und irgendwann, dann schmeckt die größte Plörre noch besser. Ja. Ja. Hin fort. Cool, wolltest du da noch rausbringen? Nee, danke. Muss nicht. Soll ich dir eine als Anbruchflasche verkaufen auf eBay? Ja, das macht keinen Sinn. Für 4,50 Euro. Genau. Und 8 Euro Versand. Nein, ist mal 5,50 Euro. Wir sind schon beim letzten. Dann mache ich nochmal Stipp-Stopp. Ne? Mhm. Dann mal Stipp-Stopp an der Kamera.